Feuerlöscher! Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Driftvideo. Mein Name ist Filigran und ich komme aus Pinneberg bei Hamburg. Ja, heute sind wir hier in einem Monster Truck. Da hinten ist mein Drifter. Und ja, hier ist heute Stau auf der A7. Und ich muss sagen, schmeckt schon gut. Ich muss einmal auf dieses Zugfahrzeug eingehen. Wir haben hier einen Dodge Ram mit einem Cummins Diesel. Also hier drin ist richtig, richtig, richtig fett viel Platz. Und es ist so Ami-mäßig mit diesen dicken Getränkehaltern. Ich höre die ganze Zeit Roadtrip-Songs, amerikanische Klassiker. Es ist einfach herrlich. Das ist einfach mein Setup. Ja, ich habe jetzt gerade angehalten, weil die Tüte ist leider... Da war nie eine Tüte über dem Hauptrohr und die ist leider irgendwie weg. Das ist noch gut eingepackt, aber mein Hauptrohr fängt ein bisschen Wasser. Seht euch auch mal bitte rein, wie hoch das Ding ist. Also man muss hier wirklich richtig reinjumpen. Okay, erster Streckenposten. Muss ich jetzt sagen, ich bin Drifter? Ich glaube ja. Moin! Hi, hast du deine Genehmigung dabei? Meine was? Deine Genehmigung? Nee, ich stehe auf irgendeiner Liste. Ja, du musst bitte zur anderen Seite gehen. Du bist an der Akkreditierung vorbeigefahren. Ja, ich weiß. Letztes Mal bin ich hier durchgefahren. Ich muss jetzt hier erstmal umdrehen irgendwie. Und damit haben wir den magischen Zugang. Wir haben jetzt theoretisch freien Zugang auf dem kompletten Gelände. Mein Armband habe ich noch nicht, aber wenn alles gut läuft, können wir jetzt einfach mit unserem Trailer direkt in die Boxengasse reinfahren. Wir parken jetzt einfach mal direkt vorm Büro, ne? Damit beginnt der erste Abend auf dem Drift King und wir gehen das allererste Mal aufs Gelände. Festivalgelände. Wir haben unseren Truck mit. Mehr brauchen wir nicht im Leben. Und wir sind jetzt angekommen an den Hütten. Und dann gucken wir mal, wo wir nächtigen werden die nächsten Tage. Ah, rausgefallen. Schönes Holz, ja. Bisschen finnische Sauna. Da ist ein Sicherungskasten da oben. Ist die Sicherung vielleicht raus? Ja. Und auf jeden Fall die Hütten. Es ist absolut geisteskrank, dass wir die hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, dass wir hier einfach pennen können. Ich persönlich hätte auch im Zelt geschlafen, aber wenn man natürlich gefragt wird, wollt ihr so eine Hütte, sagt man nicht nein, ne? Hier oben geht's weiter, da können auch nochmal zwei Personen pennen. Das Klima hier drin ist tropisch. Sauna. Sauna, tropisch.
Aber es gibt einen Ventilator und ich glaube, oben kann man das Fenster öffnen. Also ich bin mehr als glücklich, wirklich. Geisteskrank, oder? Ja, ich auch. Das ist mega geil. Das ist einfach herrlich. Ich bin jetzt seit 10 unterwegs ungefähr. Und jetzt sind wir endlich da und jetzt können wir auspacken und jetzt können wir ankommen und gucken, wann wir überhaupt fahren und so. Ich habe das Auto jetzt erstmal auf dem Festivalgelände gelassen. Auf dem Trailer. Und was wir gleich machen, wir haben 3 von diesen Tischen und Stühlen, die stehen wir gleich nach draußen. Stimmt, wir können einfach draußen stehen. Und ich glaube, wir haben eine Lichterkette, ne? Ja. War das? Ah, ja, schlau. Ja. Ist das der Hammer? Das ist wunderschön. Ich bin zu Hause. Ich bin angekommen. Und die anderen sind noch nicht mal da. Wir sind übrigens einen Tag früher losgefahren. Eiko und so kommen morgen erst. Guten Morgen! Wir haben keine Ahnung wie spät, aber wir müssen jetzt unser Kfz aufs Gelände fahren. Ja, ja. Das Ding ist, niemand guckt hier, wenn man seine Karre anmacht, weil es ist einfach komplett normal. Das ist einfach herrlich. Und jetzt müssen wir uns einen schönen Parkplatz suchen. Und jetzt fahren wir einfach mal auf den Track. Spaß. Spaß, Leute. Chill. Chill. Die müssen wir erstmal frei machen. Hallo, da ist die Race-Kontrolle. Die Rennleitung, ja. Hallo. Aufstehen ist schön. Aufstehen ist schön. Also ihr müsst euch vorstellen, da ist der Track. Da ist die Karre. Und jetzt sieht das Ganze. Ja, wir können die noch ein bisschen schräger stellen eigentlich. Da sieht das richtig, also langsam aus. Okay, wir sind angekommen. Iron Drift King Track. Spaß. Mal sehen, wie es wird. Also die Handbrake funktioniert, habe ich gerade noch mal getestet auf dem Weg hierhin. Wir haben jetzt wieder Anzüge geliehen bekommen. Absolutes Shoutout geht raus an die Dudes davon. Und wir ziehen uns jetzt um und dann geht's in den Drifter, ne? Eiko, bereit? Erstmal geht's für dich in den Drifter. Du hast mich freundlicherweise gefragt, ob ich auch fahren kann. Du kommst mit. Oh ja! Oh, nee. Oh? Du kommst mit. Du kommst mit. Du musst mir helfen. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Erstmal eine Runde warm fahren hier, ne? Mal die Reifen auf Temperatur bringen, wa? Ja, ja. Oh, Alter. Oh, das ist nice, ne? Schon geil, ne? Suchen wir mal unseren Lüfter an. Ja. Okay, lass mal unseren Lüfter. Ich hab Angst vor mir selber. Ich bin außer Kontrolle. Ich soll fahren. Ja, fahr du. Alter!
machst das gut, mach weiter, die Leute feiern. Na, meine Lieben. Oh Gott, ich lebe noch. Wie war die erste Tour? Ich habe in der ersten Runde gemerkt, dass ich hier heute vielleicht die Bande küssen werde. Und ich habe das Bodykit gerade erst neu, deshalb habe ich lieber einen professionellen Fahrer ans Fahrer gedacht, ans Lenkrad gelassen. Aber ich muss jetzt einmal Reifen wechseln, glaube ich. Ist schon soweit. Nach 5 Minuten hat eigentlich nur Gas gegeben. Wollen die gehen? Weißt du nicht. Er hat gesagt, es soll Vollgas geben hier. Nee, das finde ich gut. Ich weiß auch selber nicht, was ich hier mache. Jo, das finde ich gut. Hat ab und zu ein paar Flammen gespuckt, war beeindruckend. Aber ich habe ehrlich, in der ersten Runde habe ich gedacht, scheiße, das wird hier ganz so gar nicht gut. Als wir uns da hinten gedreht haben, dachte ich so, okay, ich habe hier original mal gar nichts unter Kontrolle. Dann habe ich gedacht, okay, komm, lass ihn einfach machen. Und ich habe dann Spaß, wenn die Reifen auch komplett leer sind, dann mache ich ihn nämlich weg. Das kann ich nicht. Ja, guck mal, wie voll die Tribünen hier sind. Ja, da sagst du, naja, stimmt. Und du bist richtig gut gefahren. Ja? Ja. Danke. Hat Spaß gemacht. Das ist echt schwierig mit dem Ding. Ja, glaube ich. Ist der Trecker, wie du meintest. Ja. Wenn mein Alter so ein, das war ja auch kein richtiger Drift, aber wenn das so ein Präzisionsmesser war, dann ist das ein Trecker. Ja. So eine Axt. Bam, aktueller Stand, es raucht so heftig aus unserer Kurbelgehäuseentlüftung. Also der wird dauerhaft irgendwo Öl verbrennen. Wir fahren jetzt nochmal, klar, weil jetzt... Das ist unsere Zeit, ne? Das ist unsere Zeit, das ist unsere einzige Chance. Und jetzt haben wir noch knapp eine Stunde. Wir müssen halt immer so ein, zwei Cooldown-Depths fahren, weil die Wassertemperatur auch einfach astronomisch... Ja, zweimal ballern und dann wieder dreimal Cooldown. Und wir nicht da drin. Hey, was geht? Moin! Thank you.
Starten, dann hat er irgendwann wieder Leistung. Ja. Ja, ist ja klar, dass irgendwann irgendwas fliegt, ne? Aber du musst also verrückt. Nein, das ist, glaube ich, war nicht schlecht. Das war voll das spektakuläre Ende, auch wenn es ein bisschen frühzeitig war. Ja. Moin. Moin. Was hast du gemacht? Hat gebrannt. Jetzt. Über den da hinten. Da hinten rechts. Hallo. Noch ein Stück über den Platz, da ist ein Merchstand davor. Hast du Zeug? Merchstand. So T-Shirts und so. Steife Leistung, oder? nee, der fährt gleich wieder. Alles gut. Einmal Ölwechsel, dann geht das wieder. Meinst du? Der riecht auch nicht so. Der riecht ehrlich nicht so, oder? Aber hast du den nicht aufs Schick gemacht? Jo. Na, klasse. Ja, besser ist. Und Tampon? Ja. Moin. Moin. Die Feuerlöscher funktionieren. Ja, und das war's. Diesmal haben wir es geschafft. Jetzt hat er es hinter sich. Das hat er nicht kommen sehen. Das ist schön. Boah, jetzt ein Placement für eine Feuerlöschanlage. Das wäre so krank. Jo. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja. So ist ganz toll, ja. Aber brennt der jetzt noch? Nee. Wir lassen ihn jetzt einfach so hier stehen. Ja. Batterie ab. Jo, auf den Schock. Erstmal einen Holy Energy trinken. Das Beste nach einem harten Rennen und einer Nahtoderfahrung. Ich trinke gerade meine alkoholfreie Apfelschorle. Ja. Und chill hier eine Runde. Das Auto ist hin. Aber wir sind heil. Und das ist alles, was zählt. Das ist das Wichtigste. Wir haben den Brand schnell unter Kontrolle bekommen können. Das war alles gar kein Thema tatsächlich. Auch Kurt, guter Freund von mir, einer meiner Besten, hat einfach das Ding meisterlich gelöscht mit dem Schaumlöscher. Das war geisteskrank. Ne? Wir haben das unter Kontrolle gehabt. Das haben die direkt haben kurz das Feuerchen gelöscht und das war auch alles gut. Ne? Ja, jetzt chillen wir hier gerade im See. Nachher sind die Top 32 Battles. Oder die Top 16. Ich weiß nicht, heute geht es um den Sieg beim Iron Drift King. Wir gehen gleich nochmal durchs Fahrerlager und schauen uns die dicken Kisten an. Spoiler, fast alle fahren 2.10 Single Turbo und wir werden bei jedem sagen, oh mein Gott, sieht der geil aus. Oh ja. Ich habe gerade gelernt, blaue Farbex-Teile, immer Wise Fab. Ich bin einfach froh, dass wir leben. Ja. Nach diesem Erlebnis, nachdem wir gebrannt haben. Kenne ich auch irgendwo her. Hallo. So
sollte der Auspuff eigentlich aussehen. Siehst du die Tropfenform? Ja. Da schweißt du ein Rohr ran und schneidest es so perfekt ab, dass du diese Tropfenform bekommst. Ja. Das ist wie die Tränen im Knast. Aber guck mal hier, guck mal. Ja. Battery, fire. Ja. Nicht dran ziehen. Das ist ein Toyota Altezza. Auch hier wieder. Der Tropfen. Mit Tropfen, falls es regnet. Das hier. Nissan S40. Aber der Motor. SRT Hellcat. Oh! Ganz gewarnt. Ich sehe es. Alter, der raucht auch noch. Ja. Ja. Ich glaube, das war der Ölrücklauf vom Turbo diesmal. Ich habe auch Ölrücklauf auf dem Arm. Oder Zulauf, Mann. Warum soll das da sein? Die Ampel springt um. Ohne ein bisschen geschliffen. Wie, oder ist das noch? Hat's gebrannt. Das ist eigentlich noch eine krassere Form, wenn das Ding offen ist. Ich frage mich, ob das Ding noch laufen würde. Wahrscheinlich wird er anspringen. Oh, das vom Wastegate, die Druck, das Druck, die Druckleitung. Unterdruck. Ei. Ja. Ei, das waren diese Plastikverbinder, die einfach weggeschmolzen sind. Who is carrying this? You? Yeah. You have to clean it now. Ja. It looks cool. No, it attacked everything. Echt? I told you, I know what I'm talking about. Yeah. You have to do it now. Okay. As every pilot will tell you the same thing. Yeah, okay. I think it's too late. Now, how many minutes? 10 hours. Wow. Nein, fucked it's up. Okay. Der einzige, nee, der zweite Benz in diesem, in dieser Competition. Wir haben einmal Black Smoke, OM606, kennt ja jeder. Was haben wir hier? Ich meine, es ist M106 oder M109. Auf jeden Fall Mercedes Sechszylinder. Aber Diesel mit, oder mit Benzin? Jeremy Clarkson. Mit Benzin. Und guck mal, hallo. Hier, die Löschanlage, voll schlau. Einfach auf den Kümmer. Einfach direkt drauf, ne? Ja. Das ist ein geiles Teil. Hier mit Speed-Sensor. Ja, das ist ein geiles Teil. Hallo. TDI, Nockenwellenverstellung, Servopumpe, Lichtmaschine hat er, großer Ladeluftkühler, wow, Wastegate-Abgabe, und nicht abgebrannt, mein persönlicher Favorit heute. R34 GTT. Was für ein Wochenende. Ich kann absolut nicht in Worte fassen, wie dankbar ich den Veranstaltern vom Iron Drift King bin, dass wir an so einem kranken Event ein Teil sein konnten. Danke für die Möglichkeit. Wir werden dieses Wochenende nie vergessen. Was mit dem Drifter passiert, werden wir irgendwann sehen. Und bis dahin, macht's gut, schlaft schön und bis zum nächsten Video. Hey.